Was? Balayash. Ja, genau. Balayash. Hallo. Ja? Was heute ankam. Gib mal die Kamera. Halt. Okay, look at this. You step here. It's getting blue. And then, ohne Unfall. Willst du fahren? So, wir bauen mal hier dieses nice Rack ab. Der Christoph hat schon angefangen. Und zwar kommt unser Rack im Trainingscenter weg. Dieses Half Rack von Hammer Thrash mit der guten Plattform. Naja, die Plattform hat uns nie wirklich überzeugt. Und zwar aus dem Grund, weil wir Wallrack hier verlängern, weil wir dadurch wesentlich mehr Platz schaffen. Nicht nur für Workouts in der Gruppe, sondern auch für unser Open Gym. Das ist eigentlich ganz genial. Wir haben hier zum Beispiel auch, oder ich habe hier bei diesem Wallrack noch Folgendes gemacht. Wir haben solche Polster mit dazu gemacht, dass man zum Beispiel Nordic Hamstring Curls machen kann, Bulgarian Split Squats machen kann. Man kann sie aber auch super gut für Dehnen nutzen. Und durch dieses Wallrack haben wir etliche Klimmzugstangen. Hier diese Doppelstangen zwischendrin oder aber hier diese 1,15 Meter, wo wir auf ganz unterschiedliche Höhen machen können. Genau, und das machen wir mal jetzt noch. Christoph ist schon fleißig dabei. Und dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz und ich hoffe, nächste Woche kommt dann der Rest, dass wir das hier noch verlängern können. So, die Plattform liegt noch da. Aber das Rack ist abgebaut und geputzt und fertig zum Wegschauen. Das holen wir dann morgen, packen es voll weg. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit dem Training. Für heute habe ich Folgendes geplant. Für heute steht an, es wird ein eher ein bisschen lockeres Workout, nicht ganz so heavy. Ich mache erstmal 3 Runden, 3 Rounds von 15 Band Pull Aparts, 15 Kalorien im Ruderergometer von Konzept 2 und 30 Sekunden Hip Flexor Stretch auf jeder Seite. Wie gesagt, 3 Runden. Da mache ich mich heute ein bisschen an die Squat Cleans ran. Auch hier gehe ich nicht so schwer. Deshalb habe ich ein Every Minute on the Minute mit einem Squat Clean, einem Hang Squat Clean, also ein kleiner Komplex hier für 12 Minuten. Ich schätze mal, ich arbeite zwischen 80 und 90 Kilo, also nicht zu schwer heute. Und dann mache ich 5 Runden auf Zeit mit 6 Langhantel Reverse Lunges, 12 Toes to Bar und 1 Minute Jump Rope. Für sorgt. So, bevor wir starten, lockern wir uns noch ein bisschen mit der Flowtech und dann geht's gleich los. Warm-up, Band Pull Aparts, Row und Hip Flexor Stretch. Flexor Stretch, den du gerade gesehen hast im Video, ist für mich sehr wichtig, weil ich gestern viel mit dem Auto unterwegs war und ich weiß, das führt sonst zu Problemen, wenn ich den Bereich nicht aufdehne und am Tag davor viel im Auto unterwegs war. Du kannst mal bei schnellen oder explosiven Bewegungen oder bei maximal schweren Übungen einfach mal unangenehmen Rücken reinfahren, wenn dieser Hüftbeuger eh schon zur Entspannung dran ist und am Becken zieht. Was ich jetzt mache, ist im Prinzip hier die Front Rack Position aufdehnen. Ich habe ein relativ starkes Stretch Band, befestige das hier an der Hand. Gehe mit dem Fuß rein, ziehe das nach unten, habe den Arm aufgesetzt auf dieser Langhantel, dass ich in eine angenehme Position reinmache. Liegt so kurz nach dem Ellenbogen auf dem Trizeps auf. Und jetzt ziehe ich hier meine Hand nach hinten in die Front Rack Position. Super Übung, um für die Cleans zum Beispiel warm zu machen. Oder allgemein, wenn du Front Rack Position brauchst, kannst du auch ein bisschen rumspielen mit der Breite. Jetzt mal hier ein bisschen nach hinten ziehen lassen. Genau, ein bisschen dagegen arbeiten.
einfach um da ein bisschen warm zu werden, dass nachher die Stange gut aufgefangen werden kann. Genau, da habe ich auch ein bisschen Defizite, was die Beweglichkeit angeht. Deshalb ist die Übung ganz gut. Ab 60 Kilo ist kein Problem mehr, weil das Gewicht drückt das dann schon runter. Aber man sollte sich da doch ordentlich warm machen. Zudem ist hier gerade in dem Latissimus noch einiges an Spannung dran. Und auch das ist was, was dich bei der Front Rack Position eventuell ein bisschen nerven könnte, wenn da zu viel Spannung im Latissimus drin ist. Also alles, was mit Schulterdrücken zu tun hat und du eine Front Rack Position brauchst, wenn du es ablegst, oder was mit Clean zu tun hat oder Front Squats, ist diese Übung wirklich, wirklich ziemlich gut. Ich zeig's mal ein bisschen seitlich, den Bogen aufgesetzt, bring hier ein bisschen Druck, Zug nach unten und kann hier schön den Bereich ein bisschen aufdehnen. Und dann geht's los mit den Cleans. Ein kleiner Komplex, erstmal hocharbeiten und dann ein kleiner Komplex. Squat Clean, every minute on the minute und Hang Squat Clean. Schauen wir mal, zu welchem Gewicht wir uns heute hocharbeiten. Mit den 85, 90, glaube ich, waren es. Und dann habe ich nur noch mit 95 gearbeitet, ging ganz gut. Ja, die Beine sind noch nicht ganz fresh im letzten Workout. Aber ansonsten hat es ganz gut geklappt. Jetzt eine kurze Pause und dann geht es in, wir schauen mal kurz drauf, 5 Rounds auf Barbary Loss Lunge, Toast to Bar. Und eine Minute Jump Rope machen wir weg und werden stattdessen die Agility Leiter machen. Agility Leiter, 1 Minute Quick Feed. Kommen wir auf jeden Fall ins Schwitzen. So, fertig für heute mit dem Training. Wie gesagt, ich hoffe, dass diese Woche der letzte Teil von Wall Rig kommt. Unser Half-Rack ist schon abgebaut.
dort mal einlagern. Brauchen wir es auch sicherlich bald wieder, dann kommt es wieder raus. Und ja, hoffe, dir hat das Video gefallen. Give it a like, wenn yes. Wenn es dir gefallen hat, auf jeden Fall Daumen nach oben, YouTube-Channel abonnieren und teile doch mein Video. Kommentiere mein Video, würde mich freuen. Und denk immer dran, alles ist machbar.